Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um drei Aktien, die ich euch gerne vorstellen möchte. Alle Aktien kommen aus den USA, sind ja Penny Stocks oder waren Penny Stocks. Und genau, ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Aktie an. Wie immer ist es natürlich keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung. Lediglich eine kurze Vorstellung, falls ihr das Unternehmen eben noch nicht kanntet, könnt ihr euch da natürlich sehr gerne noch weitergehend informieren. Ja, fangen wir an hier mit dem ersten Unternehmen, Next Decade Corporation. Ist wie gesagt ein US-amerikanisches Unternehmen aus Texas und wurde 2010 gegründet. Next Decade beschäftigt sich mit Entwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Verflüssigung und dem Verkauf von verflüssigtem Erdgas. Ja, das Unternehmen entwickelt quasi eine Flüssig-Erdgas-Exportlösung, die das Erdgas aus dem Permbecken und Eagle Ford Shale verbindet. Und weiterer Schwerpunkt dieses Unternehmens ist die Entwicklung des Flüssigerdgasterminals Gulfstone Bay. Das ist in Texas mit einer Gesamtkapazität von etwa 16,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Ja, an sich ist das Unternehmen sehr klein, hat 52 Mitarbeiter, also wirklich noch sehr, sehr klein. Und in letzter Zeit ist es eben in die Höhe geschossen, nachdem das Unternehmen und Oxy Low Carbon Ventures ein Termsheet für CO2-Transport und Speicherung in Südtexas unterzeichnet hatten. Letzte Woche gab es dann auch nochmal oder gab es eine Meldung, dass das Unternehmen eben bekannt gegeben hat, dass nun Next Carbon Solutions gegründet wurde. Das ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Next Decade. Ja, und auch die haben spannende Projekte geplant in dem Bereich. Schauen wir uns den Chart mal an. Heute 3,06% plus gemacht, die Woche über 40,28% plus, entspricht hier 58 Cent. Dann im Monat 23,17%, entspricht 38 Cent. Im Jahr 25,15%, macht 41 Cent aus. Hier teilweise bei einem Wert von 4,04 Euro gewesen, also 2,43 Euro plus gehabt, 150%. Das war letztes Jahr im September, Mitte September. Und ja, wenn man sich das maximal hier mal ansieht, dann auf jeden Fall noch deutlich im Minus mit 54,87%. Also es war hier Anfang 2020 auf jeden Fall schon deutlich, deutlich höher. Ja, die Marktkapitalisierung liegt hier bei 266,2 Millionen Euro. Und ansonsten hier, wenn man sich die Eintagesspanne mal ansieht, gestern oder beziehungsweise heute noch bei 1,95 Euro, jetzt gerade bei 2,02 Euro, Höchstwert hier 2,12 Euro. Analystenschätzung, wobei man natürlich bei Trade Republic nie genau weiß, was das für Analysten sind. Deswegen immer lieber selber ein bisschen informieren. Ja, Analystenschätzung, aber hier ist ja auch für den einen oder anderen sehr interessant. Die höchste Schätzung bei 3,39 Euro, die niedrigste bei 1,70 Euro und 83% der Analysten, also wird von 6 Analysten gedeckt, sagen eben halten. Ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr spannendes Unternehmen. Falls ihr es noch nicht kennt oder falls ihr es schon kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Unternehmen. Das nächste Unternehmen ist Drive Shack Inc. Das ist auch, wie gesagt, ein US-amerikanisches Unternehmen, welches 2002 gegründet wurde. Und ja, es handelt sich um ein
Freizeitunternehmen und hieß damals Newcastle Investment Corporation. Und das Unternehmen ist Eigentümer sowie eben Betreiber von golfbezogenen Freizeit- und Unterhaltungsunternehmen. Und das Portfolio von diesem Unternehmen besteht eben aus Drive Shack, die ja, beschäftigen sich eben mit der Entwicklung eines landesweiten Netzwerks von Golfunterhaltungseinrichtungen und dann noch der American Golf Corporation, die ein ja, Golfplatzunternehmen quasi ist und ca. 90 private Resorts und öffentliche Golfplätze in den USA betreibt und zusätzlich zum Portfolio dann eben noch immobilienbezogene Vermögenswerte. Ja, das Unternehmen hat knapp über 3000 Mitarbeiter und insgesamt haben sie jetzt von der Pandemie profitiert, dadurch, dass eben das Interesse am Golf enorm zugenommen hat. Auch hier können wir uns den Chart mal angucken. Ja, heute noch nicht sonderlich viel passiert. Die Woche über 3,76% plus gemacht. Im Monat 30,19% plus. Und das Jahr, ihr könnt es ja schon sehen, 112% plus gemacht. 1,46 Euro. Hier sieht man nochmal, dass es auch, ja, hier, ups, das war jetzt im Juni sehr nach oben gegangen ist, dann aber auch wieder sehr stark gesunken. Und wenn man sich die maximale Ansicht hier mal ansieht, dann ja noch 45,92% im Minus, denn hier, das war 2018, waren sie auf jeden Fall schon mal deutlich, deutlich höher. Marktkapitalisierung von 259,3 Millionen Euro und auch diese Aktie wird hier von Analysten gedeckt, von zwei Analysten, die eben sagen, kaufen zu 100% hier bei Trade Republic. Die höchste Schätzung liegt bei 4,24 Euro und die niedrigste auch. Gut, da sind sich die beiden Analysten scheinbar einig. Ja, momentan, wie gesagt, gerade ein Wert von 2,76 Euro und vielleicht ist das für den einen oder anderen ja eben auch interessant. Dann kommen wir schon zum letzten Unternehmen, was ich euch eben kurz vorstellen möchte, so rum, nämlich Catmon Holdings. Das ist ein Unternehmen, welches 2010 gegründet wurde mit Hauptsitz in den USA. Und Catmon Holdings ist ein integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich eben mit der Entdeckung, mit der Entwicklung und der Vermarktung von Kleinmolekülen und Biologika beschäftigt, um Krankheitsbereiche mit unterschiedlichem medizinischem Bedarf zu behandeln. Ja, sie entwickeln unter anderem Produktkandidaten in einer Reihe von Indikationen in den Bereichen Autoimmunerkrankungen, Onkologie, genetische Erkrankungen und ja, auch hier Marktkapitalisierung von 560,9 Millionen Euro, gerade ein Wert von 3,25 Euro. Heute ging es hier schon 0,18% nach oben, entspricht jetzt nur 1%. Die Woche über minus 1,54% gemacht, 5 Cent im Monat 13,09%. Ja, die Jahresansicht auch noch im Minus 17,28%, maximal dann aber hier 41,08% ins Plus gegangen. Also hier teilweise auch bei Werten von 4,64 Euro gewesen, letztes Jahr im Februar. Ja, wenn man sich hier diese Analystenschätzung mal ansieht, dann liegt die höchste Schätzung bei 16,96 Euro und die niedrigste bei 6,78 Euro. Die Aktie wird von 6 Analysten gedeckt, die sich auch einig sind und zu 100% sagen, kaufen. Die durchschnittliche Schätzung liegt eben bei 10,32 Euro. Es ist bei so Bio-Pharma-Unternehmen
natürlich, naja, es ist generell ein Risiko, aber wenn hier irgendwas klappen könnte, auch in Bezug auf die Produktkandidaten, dann könnten solche Unternehmen eben enorm in die Höhe schießen, aber es ist natürlich nicht, nicht sicher, ne? Ja, so viel dazu. Das finde ich, wie gesagt, ja auch sehr interessant, da die Schätzung der Analysten eben sehr deutlich ist, also 100% kaufen und die durchschnittliche Schätzung eben bei 10,32 Euro liegt, ist natürlich echt enorm gut, wenn es so hoch steigen würde. Wäre ja auch, wie gesagt, cool, wenn sie in dem Bereich natürlich Fortschritte machen und wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja, das war's zu den drei Unternehmen. Vielleicht kanntet ihr ja schon das ein oder andere, das würde mich mal interessieren. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann!